Hallöchen und herzlich willkommen hier noch zu einer neuen Folge Prison Architect Psych Ward hier auf unserem Mondgefängnis. Ich hab's hingekriegt, sie haben endlich den Raum gebaut und hier auch vielen lieben Dank an die Kommentare. Ich nehme mal an, durch den Aufstand hier vorne wurde das zu gefährlich und hier wurde die Hälfte abgebrochen. Deswegen habe ich es nochmal drüber gesetzt und jetzt sollte das Ganze passen. Hier fehlt eine Wand, leider. Da müssen wir noch gerade eine hinbauen. Oh, eine Lücke gelassen, nicht gut. Dann müssen wir eine Doppelwand bauen. Passiert, macht nichts. So, siehst du mal. Haben wir das auch schon gesehen. Guck, da fehlt einer. Schon wieder ein Todesfall heute. Die Kollegen sind wieder rabiat, wie immer. Als erstes bauen wir hier natürlich wieder Strom und so weiter hin, damit die alle Wasser, Strom und so weiter und so fort haben. Das müssen wir noch machen. Und dann können wir anfangen, oben in den Megablock unseren ersten Zellenblock zu planen. So, der steht jetzt natürlich mittendrin, stoppen wir dabei, ne? Und nicht am Rand, weil wir ja das Gelände gekauft haben, aber das ist halb so wild. Das kriegen wir schon hin. Jetzt müssen wir gucken, wie wir das Wasser hier runterkriegen und wo kommt das überhaupt. Hier ist Wasser, okay, das wird aber nicht reichen, definitiv nicht. Wir müssen eine große Leitung hier durchziehen und dann die kleinen immer hier lang, würde ich sagen. Zumindest schon mal, weil da unten ist dann nicht ganz gerade. Weil wir einen schief gebaut haben. Aber das kennen wir ja von jeder. Ich bin erstmal nur glücklich, dass das Ganze hier wieder geklappt hat und nicht verbuggt ist und wir ein neues Gefängnis hätten anfangen müssen. Das wäre richtig scheiße gewesen, ja. Machen wir mal so. So. Dann kannst du hier noch einen dran machen. Und da noch einen dran machen. Das sollte passen. So, dann lass die mal bauen. Die kriegen Strom, die kriegen Wasser. Strom kriegen sie von hier oben. Der hat genug, ne? Ah, der hat noch genug. Anliefern tun sie auch wieder. Immer noch voll, aber es sind schon 200 Leute weg. 200 Leute sind weg, aber wahrscheinlich nur wegen der Schlägerei da und wegen den ganzen Toten und so weiter und so fort. Wie viel haben wir noch? 385.000. Wir müssen endlich mal hier den Scheiße fertig kriegen. Ich glaube, wir können direkt noch einen neuen Zuschuss nehmen. Und zwar, was haben wir denn hier? Zellenblock B auf 50 schaffen wir locker. C auf 100 schaffen wir auch locker. D will 200, das schaffen wir noch nicht. Dann können wir noch die langfristige Investition nehmen. Die dauert eh 167 Stunden, schmeiß mich weg. Die kurzfristige können wir auch nehmen. Dann sind die beiden schon mal weg. Ich will die so langsam aber sicher alle abarbeiten. Jetzt haben wir natürlich Nacht. Ah, die sind alle in ihren Zellen hier. Sehr gut. Jetzt sind ja alles Zellen. Und da können wir eigentlich weiterhin diese Zellen hier machen. Die finde ich recht, ja, recht knorke. Sagt man das heutzutage noch? Ich weiß es nicht. Oh, wir haben sogar einen Mitbürger Alex Williams, der so ein bisschen aussieht, als käme er aus Indien. In Indien tragen die doch hier diese Turbane, oder? Ich meine, das wird in Indien getragen. Oder gibt es noch andere Länder, wo das getragen wird? So, egal. Wenn es weiß, darfst du es natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Wasser wird verarbeitet, Strom haben sie jetzt. Das heißt, wir können hier schon mal, weil wir jetzt 450.000 haben, das war ja wieder eine ganze Menge Geld, können wir hier schon mal schöne Böden verlegen. So, das wollen wir alles haben hier. Ne, das wollen wir nicht haben. So, Parkett. 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 Übrigens wurde auch in den Kommentaren gesagt, das wird eher ein Hotel als ein Knast. Mag sein, aber diesmal machen wir es was schöner. Vorher war es halt immer so wirklich richtig, richtig dreckig und kaputt und alles, ne? Jetzt müssen wir gucken, wie wir das machen. Ich würde dem... Das ist die einzigste Dusche hier. Oh Gott, die stehen immer noch hier rum und haben nichts, die armen Schweine. Denen müssen wir jetzt auch mal was geben. Ich glaube, das machen wir hier rein. Pass auf, wir machen hier jetzt den Gang weiter. Den lassen wir auch schon mal bauen. Ja, so. Hier dran. Bitteschön. Dann können wir den Gang hier... Sollen wir den Gang noch weitermachen? Passt aber nicht von hier drin, ne? Könnten den jetzt... Sind dieselben Zellen, ne? Ja, müsste... So, zwei hier weitermachen, bis hierhin. Sollte dann auch passen. Boah, die waren aber fix, du. Die waren echt fix. Guck mal, hier ist nirgendwo. Nirgendwo ist hier eine Lampe. Aber egal, das reicht. So, baut mal weiter. Dann hätte ich hier gerne die Zellen weiter dran gebaut. Erstmal für die ganzen Kollegen, die hier... Wir müssen da mal ein paar machen. Es nützt nichts. Mach den Scheiß weg. Ich hätte gerne hier so. Das hätte ich gern. Immer so da dran. Ne? Das ist... Oh, nee, warte. Wir müssen das ja immer so dran machen. So. Für die Türe. So. So.
So, da wird wieder geschossen, jawohl. Ja. So, hier ist immer was los, ey. Guck dir die Irren an. So. 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 Andersrum können wir das jetzt auch machen. Lass das hier rein, können wir so machen. So. 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 Was ist denn hier wieder los? So. Was haben die da die Wand abgerissen, die... Alter. Was habe ich denn gemacht? Die hauen alle ab hier, weil die am Bauen sind. Die Schweinchen. So. Und so. Und dann muss da halt noch eine Wand hin. Da kriegen wir schon hin. Jetzt hauen die echt alle ab hier. Ah, Ede, was machst du wieder? Oh nein, Häftling. Shrouded Worlds. Illy, oder was? Totschlag, 24 Jahre. Oh, wieder ein bisschen mehr Platz. Wir haben nur 26 Polizisten. Niemals im Leben. Komm her hier. Wir brauchen mehr Polizisten, wie das hier aussieht. Wir müssen jetzt erstmal wieder ein bisschen Grund hier reinkriegen. So, das ist für die ganzen psychisch Kranken. Da muss noch eine Wand hin. Haben wir die auch wieder vergessen. Kenn mich ja. So, da muss eine Wand hin. Ihr könnt den Scheiß bauen. Wie sieht's aus? 30 haben wir noch. Und so wie das haben wir auch nur 8 Stück. So, da nehmen wir mal ein paar mehr mit. Gärtner könnten wir auch ein paar nehmen. Ich weiß zwar nicht wofür auf dem Mond, aber wir haben sie. Einen zweiten Hundeführer. Noch zwei bewaffnete Wachen. Auch mitnehmen, bitteschön. So, Strom und Wasser brauchen wir da, Mann. Das ist jetzt ein bisschen scheiße, aber was soll's. Wir haben auf jeden Fall dann hier Gummizellen. Da können sie sich nicht wehtun. Hier ist alles dicht. Aber dass dann direkt die Wand hier weg ist, wenn ich das da mit dem Klon hinsetze, finde ich ein bisschen komisch. Was soll's. Was soll's. Wir kriegen das schon hin. Auf jeden Fall hatten wir schon wieder Spaß hier. Jeden Tag ein neuer Ausbruch. So. Einer buddelte sich aus dem Klosett. Ne? Wir können auch noch einen Tunnel suchen. Warten mal, bis das fertig gebaut ist und dann machen wir mal Tunnelsuche. Wir können jetzt schon mal hier hingehen und hier ein neues, schnelles bauen. Nö, brauchen wir eigentlich nicht. Wir machen mal Wände hier hin. Von allein. Wir wollen, einen Generator erstmal hier hinsetzen. Die sollen ja ihren eigenen Generator bekommen. So, der muss dahin. Dann brauchen wir Wände. Einmal frei, muss dann hier lang sein. So und so. Und bitte eine Personaltür hier unten rein, dass da auch gewartet werden kann. Gucken wir mal, dass das hier fertig wird. Die haben schon wieder keinen Strom und kein Wasser. Er hat sich festgebaut hier oder was? Was macht der da? Keine Ahnung. What the? Wände noch hier hin. Da noch hin. Keine Ahnung, ob das sonst nicht zu ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was der da macht. Bett und Toilette fehlen noch. Okay. Naja, wir brauchen auch wieder Strom. Standardprogramm also. Komm her. Zip. Wir haben Strom. Wie sieht's mit Wasser aus? Hier lang. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Einmal durch. Bis hierhin. Gucken, das müsste eigentlich reichen. Ach, jetzt können die ja wieder nicht bauen, ne? Die sind auch wieder alle doppelt Idiot. Vergessen wir es. Wir bauen, wenn wir Millionen haben, bauen wir hier rechts einen vernünftigen Knast. Wo nicht alles doppelt und dreifach gebaut ist. Mir ging es jetzt erstmal darum, dass wir mal ein paar Gummizellen hier haben. Für die psychisch Kranken. Dass sie nicht immer da im Flur rumstehen, wie bestellt und nicht abgeholt. So. Sieht doch gut aus. Sieht gut aus. Gefällt mir. Guck mal, wie viele wir haben, ey. Überall ist jemand drin. Jetzt haben die auch Wasser. Roten Präsidentenboden, ne? Dem geht's gut. Dem geht's gut. Ich weiß zwar nicht, warum hier überall Abflüsse sind. Der reicht eigentlich. Aber, bitteschön. Wer es hat, der hat's. So sieht's aus. Ganz einfach. So, Wasser ist überall da. Das lassen wir mal als Unfall stehen. Warum haben die das denn hier nebengebaut? Wenn ich mal fragen darf. Sind die bescheuert? Guck mal, hier steht das alles. Nicht hier. Hm. Egal. Lass stehen. Wird sich fest. Objekte, haben wir da auch wieder was Neues? Hier unten. Bohrschachttest. Was? Wird das denn erforscht bei einer Behandlung psychisch kranker Insassen? Was ist denn das? Ach, das sind diese Bilder, ne? Was sehen Sie? Ein Flipchart.
Was ist das? Wird im Büro des Psychiaters um einen Flipchart mit einer Darstellung des Gehirns ergänzt, erhöht das die Erfolgschancen bei der Behandlung psychisch kranker Insassen. Arzneischrank, auch für einen Psychiater, ne? Ja. Alles für einen Psychiater hier. Ergänzt, erhöht die Erfolgschancen bei der Behandlung psychisch kranker Insassen. Nur im Innenbereich. Alles für einen Psychiater. Wie sollen wir das alles da reinkriegen? Ich guck dir das mal an. Das können wir alles hier reinstellen. So, ein Arzneischrank. Was haben wir hier? Den komischen Test. Wir brauchen ein größeres Psychiaterbüro. Flipchart. Und den kannst du auch noch hinstellen. Dann haben wir alles. Lustig. Psychiaterspielzeug. So sieht's aus. Sehr schön. Also, hier die Böden noch ändern. Super. Rein da. So, jetzt müssen wir hier gucken. Hier müssen wir jetzt erstmal die ganzen... lass das. So, die brauchen wir alle. Rein da. Jetzt haben wir ja hier schon Platz für Dusche oder was weiß ich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich würde mal sagen, wir lassen hier Sommer 3 freilassen. Das heißt, wir könnten hier auf der Ecke anfangen. Natürlich wieder 1, 2, 3. Genau schön. Machen wir. So, wir nehmen mal schnelles Bauen. Wir wollten ja die einfache Zelle nehmen. War das die hier? Nein. Verbesserte Zelle. Die hier war das, ne? Wenn wir hier 3 freilassen und da 3 freilassen, fangen wir so an. So, eine Zelle. Da müssen wir dann nur halt den Teppich verlegen. Geht das? So, hier rein. Daneben, nein, so da rein. Immer so da rein. Nee, bitte keine doppelten hier. Natürlich wieder perfekt. Jede einzelne Lampe hier weg. Bin mal gespannt, wie viele hier reinpassen. Ich glaube, so viele werden es gar nicht sein. Weil die halt doch schon relativ groß sind. Aber wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Guck mal, passt sogar genau. 4, 2. Nee, lass mal auch mal 3. So, die müssen ja den ganzen Käse hier, ne? Weißt du Bescheid? Aber echt, wie wir jede einzelne Lampe hier mitnehmen. Das ist wieder sagenhaft. Ich habe da irgendwie ein Talent für. Jedes Mal sind alle Lampen weg und ich kann sie neu bauen. Das ist unglaublich. So, hier können wir noch was anderes hinmachen dann. Müssen wir gucken. Den dahin, den dahin. Ich weiß, wir könnten auch klonen, aber wir machen es jetzt so. Kein Bock auf Angriff der Klonkrieger hier. So. 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 Ah, Autosave, okay. So und so. 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 Rumdrehen. 1, 2, 3. Frei wieder. Sehr gut, hier passen jede Menge rein, würde ich sagen. Also die 200 Leute müssten wir jetzt auch locker voll kriegen, die 200 Zellen für den Zuschuss. Das müsste auch ohne Probleme reichen jetzt. Uhu. Was wir gleich unbedingt noch machen müssen, ist ein Hof. Wir brauchen einen neuen Hof. Wo die sich ein bisschen austoben können. Ja, und so. Umdrehen. OMG. OMG, ob wir das schaffen. Dass die das alles bauen. Ich weiß ja nicht. Wir werden sehen, wir werden sehen. So, rein da. Geld kriegen wir auf jeden Fall gut an den Mann hier. Und die Frau natürlich auch. Je nachdem. So. Würde mich eigentlich mal interessieren. Sind hier nur Jungs-Männer, die das gucken? Oder haben wir auch Mädels, die Prison Architect gucken? Würde mich mal interessieren. Also, wenn du ein Mädel bist und hier gerade Prison Architect guckst, schreib's doch mal in den Chat. In den Chat, sage ich schon. In die Kommentare. Würde mich echt interessieren. Wenn ich mir so die Statistiken angucke in meinen Analytics, ja, Mädels sind hier relativ wenig vertreten auf dem Kanal. Sind irgendwie 98% männlich, / Jungs, ja. Kaum Mädels. Was im Livestream wieder ganz anders aussieht. Da sind es jede Menge Mädels. Oh, ich glaube, die Mädels, die sind lieber interaktiv direkt dabei, wie im Stream, und gucken weniger Videos, ja. 1, 2, 3. So, dann kriegen wir noch welche da drüber. Ah, das ist doch super. Dann haben die hier zu bauen ohne Ende. Die freuen sich. Und die, die da unten in dem
in der Massentierhaltung hocken, die kriegen dann endlich mal Zellen hier. So, 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 rumdrehen. Na, da kriegen wir nicht nochmal welche hin, aber das können wir noch ein bisschen erweitern. Zumindest so, dass wir es ordentlich sauber abschließen. Und andersrum dann nochmal Zellen reinmachen. So, so. Weil eigentlich vom Verständnis her dürfte hier ja keiner fliehen können, wenn wir auf dem Mond sind. Die wären ja instant tot. Wenn die sich hier ein Loch buddeln und fliehen wollen, wo willst du hin auf dem Mond? Keine Ahnung. So, hier sind sie schon dran und fertig. Ich glaube, wir lassen die jetzt erstmal bauen, oder? Könnten wir schon mal planen, wo wir den Hof hin machen. Die könnten wir einfach größer machen. Der ist jetzt hier, dann machen wir hier drumherum noch die Küche und die machen wir auch noch größer. Vielleicht auch noch nach hier hin. Das kriegen wir schon hin, dann haben wir eine gute Kantine. Ah, die Zellen werden gebaut. Sehr schön, sehr schön. Was ist hier? Ha, müssen wir mal gucken. Einer in Einzelhaft, 174 in Warteschlange. Ja, nee, klar, ist klar. So. Was haben wir hier? Warum ist denn da nur einer drin? Das sind doch alles Einzelhaftzellen hier. Können wir da rein? Ich glaube, wir brauchen mehr Bauarbeiter. Dieser Sound ist echt schön, ne? Kling, 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 immer weiter. Achtung, Arrest, einschließen, sofort Verriegelung des Gefängnisses, nein. Schicken Sie alle Willigen, Appell, geht jetzt nicht. Nur nachts verfügbar, okay. Ah, jetzt, okay, die müssen alle vor die... Wie fies ist das denn? Wie fies ist das denn? So, und jetzt machen wir eine Razzia. Mal gucken, was wir alles finden nach dem Riesenaufstand. Guck mal, der rennt... Eine Schrotflinte haben die geklaut. Alter Falter. Alter Falter. Jetzt bin ich mal gespannt. Das erhöht natürlich wieder extrem das Level hier, ne? Das Stresslevel. Gefahrenlevel. Was auch immer. Die werden Spaß haben. Was machen die Consuelas da? Was wollen die bitte im Zwinger? Na, guck mal hier. Brrr. Geil. Jetzt stehen sie wieder alle da und kommen nicht raus. Und ein Bürstchen vom Hund aufheben. Okay, komm, wir brauchen dringendst noch Personal. Definitiv. Komm mal hoch hier auf, sagen wir mal, 70. So, dann sollte das passen. Dann geht das ja auch mal ein bisschen schneller. Die können ja alles durchsuchen. Razzia! Das ist eine Razzia! So machen wir das hier. Nicht anders. Guck dir das mal an, ey. Schlagbohrer, zwei Hammer, zwei Heckenscheren, eine Schrotflinte, 16 Gummiknüppel, 4 Messer, Gabeln, Löffel, alles hier. Alles. Wie die Raben. Wie die Raben. Unglaublich. So, warte jetzt bald. Ah, viel fehlt nicht mehr. Es geht jetzt sehr viel schneller, weil wir so viele neue Leute eingestellt haben. Was haben die hier? Safety. Bist doch sicher. Heul nicht rum. So, was fehlt noch? Hier oben was? Ja, da muss noch was durchsucht werden. Aber es geht schnell. Was willst du da durchsuchen? Die sind brandneu, die werden gebaut. Das ist sowieso nichts. Komm, fertig. Kannst du wieder schlafen gehen. Bitteschön. Die schlafen, jetzt sind natürlich alle wach. Ne? Was hat der? Safety. Alle haben immer Safety hier. Charakter. Dieser Häftling kann besonders schnell rennen, okay? Naja. Was soll's. Viel Spaß, mein Freund. So, die sind noch am Bauen hier. Das wird noch ewig dauern. Wir machen jetzt erstmal Folgendes. Und zwar nehmen wir, ich würde mal sagen, hier den Gang mit. Wände, Türen. Nein, ich hätte gerne hier Gebäude, Beton. Den Weg hier hätte ich gerne weitergemacht. So, bis hier hin. Und hier dann bis hier hin. So, den weitergemacht. Passt sogar ganz genau. Als hätte ich es so geplant. Und dann machen wir hier einen Hof rein. Das bleibt jetzt so. Keine Ahnung, was da los ist. Frag mich nicht. Was habe ich da bitte verkehrt gebaut? Es ist doch dasselbe wie hier. Sie haben es nur daneben geschmissen. Ich glaube, die kommen da nicht ran, weil hier dicht ist, ne? Kann das sein? Jetzt haben die natürlich mega viel zu bauen. Mega viel.
So, wie sieht's mit dem Essen aus? Ist das fertig? Das muss ja auch irgendwie. Warum auch immer das nicht weitergeht hier. Nee, keine Anteile verkaufen, bloß nicht. Keine Lust, die wieder niedrig, keine. Entlasse bei Quote unter 33%. Okay. Was? Wo? Wo? Wachen rufen. Wo ist der Aufstand? Schon wieder vorbei. Okay. Das ging aber schnell. Guck mal, hier stehen die ganzen Betten und so rum. War bestimmt wieder zu gefährlich. Wetten wir? So, können wir schon mal Wasser verlegen? Ich muss aufhören, so zu sagen. Ups. Ups. Nee. Soll hier durch. Hier lang. Schöne große Rohre zum Ausbrechen. So. Und so. Was für ein Krach. Da sind sie ein bisschen was am Bauen. Ich glaube, die kommen gar nicht hinterher mit dem, mit dem Liefern. Ne? Guck dir das mal an hier. Ding, 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 ding. Immer weiter. Immer weiter. Immer weiter. Aber der Megablock nimmt Gestalt an. Er nimmt auf jeden Fall Gestalt an. Die ersten Zellen werden hier gebaut. Das hat ja jetzt Gott sei Dank geklappt. Hier unten haben wir ja auch schon was fertig gebaut heute. Ne? Dann hat man Aufstand. Dann hat man wieder hier eine große Flucht. Wir haben jetzt jede Menge Gummizellen, sogar freie noch. Hier kommt jetzt ein großer Hof hin. Hier werden wir die Küche, die Kantine und alles erweitern. So, dass auch was zu essen haben. Dass alle was zu essen kriegen, wenn wir unseren Zuschuss fertig haben. Und dann müssen wir mal sehen, wie viele Gefangene wir dann haben. Ich bin gespannt. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Falls noch nicht geschehen, darfst du gerne abonnieren, Glocke aktivieren, sodass du nichts mehr verpasst. Und ich sag wie immer, ciao mit V. Bis zur nächsten Folge. Euer Ede.